Die Prädestinationslehre muss auf das Entschiedenste entkräftet werden, sollen die Menschen nicht in falsches Denken hineingedrängt und völlig irregeführt werden. Sie ist eine wirkliche Gefahr für die Menschen, die annehmen, was ihnen als Glaubenslehre geboten wird, ohne ernsthaft darüber nachzudenken. Diese Lehre ertötet jeglichen Trieb im Menschen, es wird das Streben zu Höhe dadurch unterbunden, es wird der Mensch untätig und er überlässt sich gänzlich dem Treiben des Gewalten, die nun Macht haben über ihn. Es tut der Mensch nichts, um jene augenscheinliche Untätigkeit zu beheben, denn seine Annahme ist, dass die Gnade Gottes ihn erfasst, so es ihm wohlgefällig ist. Es ist diese Annahme ein Beweis, dass ihm der Glaube fehlt an Gottes unendliche Liebe und Barmherzigkeit. Es ist ein Beurteilen der ewigen Gottheit nach menschlichem Ermessen, denn die Liebe Gottes wird abhängig gemacht von Wert oder Unwert des Menschen. Die Barmherzigkeit Gottes erfasst alle Menschen, so sie sich nur erfassen lassen wollen. Nur wo der menschliche Wille Widerstand entgegensetzt, dort ist die göttliche Liebe unwirksam, jedoch unentwegt darauf bedacht, diesen Willen zu wandeln, sich selbst entgegen. Wohl findet Gott an den Menschen sein Wohlgefallen, die nach ihm verlangen, deren Wille also das Zuwenden der Gnade möglich macht. Doch seine Sorge und Liebe gilt unausgesetzt denen, die sich noch nicht von seiner Liebe erfassen lassen wollen. Es wäre aber gänzlich falsch anzunehmen, dass Gottes Gnadengabe beliebig ausgeteilt wird, dass also das Empfangen derer von Seiten des Menschen weder gehindert noch gefährdet werden kann. Es wäre gänzlich falsch, die Zuwendung göttlicher Liebe menschlich begrenzt anzunehmen, sie also abhängig machen zu wollen von Wohlgefallen Gottes an Menschen. Es wäre dann der Mensch ein beklagenswertes Geschöpf, denn er ist in einem mangelhaften Reifezustand, der ein Wohlgefallen Gottes ausschließen müsste. Er ist noch sündig, das heißt, sein Wille strebt noch Gott entgegen. Erst der Gott zugewandte Wille erregt Gottes Wohlgefallen und er bestimmt Gott, dem Menschen seine Gnade in Übermaß zuzuwenden. Niemals aber wird Gott die Gnade dem Menschen vermitteln, der noch den Gott abgewandten Willen in sich trägt. Es kann wohl der Mensch sich offen Gott entgegenstellen, seine Seele kann aber dennoch zu Gott verlangen, dann sind die Kräfte der Unterwelt in starkem Maß tätig, um ihn aufzulehnen gegen Gott. Und dann wird die göttliche Gnade ihm helfen, den Sieg über jene Kräfte zu erringen. Es hat dies wohl die göttliche Gnade bewirkt, sie hat dem Menschen geholfen, dessen Innerstes im Verlangen nach Gott stand. Ein Mensch, dem ohne seinen Willen oder wider dessen Willen göttliche Gnade zufließen möchte, wäre ein gerichtetes Wesen, denn er müsste dann durch die Zuwendung der Gnade ausreifen. Ein solches Ausreifen aber scheidet den freien Willen aus und könnte demnach niemals zur Vollkommenheit führen. Amen.